Problem. Hallo zusammen. Also, ich will euch schnell zeigen. Kurzes Video, wie ihr das iPhone könnt knacken, für das, was ihr könnt. Das heißt, das iPhone hacken, dass ihr mit allen könnt telefonieren, in der Schweiz geht. Wenn ihr da auf Settings geht, seht ihr da den Carrier. Der ist Orange da. Und da bin ich auch im Internet. Das ist eine Wireless Internetanwendung, wo man automatisch suchen kann, was rum ist. Im Home-Button, den ihr unten seht, ist der sogenannte Home-Button, können wir dann auf Springboard zurück. Das heißt Springboard, das da. Gut, wenn ihr mein YouTube-Video anschaut, dann auf der rechten Seite habt ihr eine Textinformation, wo ihr dann könnt sehen, wie ihr mit dem vorgehen müsst. Wenn ihr auf eine Seite einloggen, wo unlock.no heisst, kann das Signal beschreiben. Also zuerst, was wir machen, ist, wir müssen ein Downgrade machen, weil wir werden die Version 1.3 überkommen in der Schweiz. Wir müssen ein Downgrade machen mit dem iTunes auf 1.1, nachher können wir es hacken. Ich zeige nicht schnell, was wir dann überkommen. Also zuerst kommen wir dann mal den Installer über unten. Das ist ein Programm, wo wir können eigentlich Third-Party-Application installieren. Also das heisst zum Beispiel, wie die Unlock-Tools, die wir brauchen. Zum Beispiel haben wir da AnySIM, das ist das hier. Dann das SMS-Fix und so weiter, YouTube-Activation, meistens funktioniert YouTube nicht. Dann kommen hier diverse Programme über. Sage ich euch, das ist schon mal das Main-Feature vom iPhone, was sicher gut ist, also die Hauptapplikation, sogenannte Key-Applikation, so dass das iPhone so erfolgreich ist. Wir gehen hier auf ein Bild, könnt hier hin und her swappen. Und ihr seht hier, ihr könnt mit der Hand einfach das Bild anlegen. Wenn ihr eigentlich das iPhone kehrt, tut das Bild auch kehren. Scroll. Sehr tolle Funktion. Das gleiche ändert, wenn ihr gerne surfen im Netz. Auf eine andere Seite, ist egal. Gut. Was wir noch haben, ist die iTunes-Funktion. Die ist auch sehr genial. Ihr könnt eigentlich da Songs vor. Also Top 10 Songs. Ihr könnt auch in dem Search-Modus da oben irgendetwas eingeben. Und dann könnt ihr einfach mit dem Song hören, könnt den Song anhören. Geht in 30 Sekunden. Ein anderer Song. 30 Sekunden könnt ihr also euch eigentlich in tausende von Songs reinklicken. Auf der ganzen Welt. Ihr könnt dann sogenannte Sommerboard-Software herunterladen, das ist die hier. Da kann man eigentlich den Hintergrund verändern. Wir haben hier diverse Backgrounds-Themes, wie man so sagt. Und dann können wir eigentlich das iPhone verändern nach unseren eigentlichen, ja, also, gut. Dann, was ich wollte sagen, ist Customizer. Customize heißt das Programm, das ist ein geiles Programm. Ihr könnt da wenn ihr zum Beispiel da drauf geht, könnt ihr zum Beispiel alles einstellen, was ihr wollt. Ich könnte zum Beispiel sagen, dass im Dock 5-Icon ist. Ich könnte da eigentlich das managen. Ich kann zum Beispiel sagen, jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt das Clock-Icon da unten habe, kann ich das einfach so verschieben. Das ist eine sehr tolle Sache. Dann das Beste, was auch wirklich toll ist. Jedes Mal, wenn ihr etwas verändert, macht ihr so quasi so einen Warnstart und dann müsst ihr wieder Slide to Unlock. iRadio, das ist ein iRadio. Das ist eigentlich das geilste Teil, das ich drin habe. Ihr könnt hier zwischen diversen Genres von von Radiostationen auswählen. Zum Beispiel gehe ich hier auf Metal. Dann zeigt er euch jenseits Radiosender an, der nur Metal spielt. Da kann man das draufklicken. Und dann spielt er den Sender ab. Ich kann aber auch, wenn man will, zum Beispiel kann man natürlich über den iPod Musik reinholen. Kann man die ganze Musiksammlung anschauen. Ja, was haben wir da? iPod, wo haben wir noch das Teil? Da ist das Teil. Gut. Da wird die ganze Musiksammlung angezeigt. Ihr könnt natürlich dann auch auf Artist gehen und da anklicken. Und so weiter. Und sofort zeigt euch das Portal, wenn man das bereit könnt ihr dann auch so durchklicken. Okay, das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte.
Gehen auf die Seite, dann sehen wir eigentlich, wie man es anlocken und wie das funktioniert. Den Launcher hier wollte ich noch zeigen, das ist eine geile Sache. Ich kann anstatt einen Seitwärtsscroll, ich kann hier auf- und runter scrollen. Ich habe diverse Sachen drauf, zum Beispiel NES, das ist noch ein Nintendo-Emulator, oder? Da kann man eigentlich Nintendo-Games spielen. Okay, das war's.